Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X3 Alien Pollute. Ja, wir fliegen gerade mit einer schönen Buster mit. Um genauer zu sein, ein Buster-Aufklärer. Ein eigentlich sehr schickes Schiff, wenn wir es mal von näherem betrachten. So, schon mal von der Seite hier. So. Ja, ich konnte einfach nicht widerstehen und hab's so kurz nach dem Ende des letzten Parts einfach mal gekauft. Sie flog hier einfach mal rum und jemand wollte sie loswerden. Ja, ich habe sie jetzt repariert und schicke sie gerade zu einer Tilladi-Schiffswerft, da wir noch auf der anderen Seite vom Krieg sind. Besser gesagt, von den Kriegsstätten jeweils so. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Ja, wir sind in Nayenas Unterschlupf. Und ja, die Buster fliegt gerade hier zur Tilladi-Schiffswerft. Und da werden wir gleich wieder verkaufen, also sehen wir jetzt nicht ganz so viel von. Aber so kann man auch ein bisschen Geld machen. Das würde uns wahrscheinlich so um die 40.000, 50.000 bringen. Ich habe sie für 60.000 gekauft, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß. Kann man es irgendwo sehen? Hier bestimmt. Ja, okay. Naja, irgendwo wird man es bestimmt sehen, aber weiß ich gerade nicht. Also, wir verkaufen die und dann kriegen wir ein bisschen Geld. Und von dieser Dame, glaube ich, war das, haben wir sie gekauft. Wir werden sie nicht dafür vernichten, das ist natürlich klar. So nett, wie sie gewesen ist. Ja, die letzte Folge lief hier leider etwas schleppend. Wir haben hier noch ein paar Aktien auf dem Markt. Irgendwo hier sind sie. Ja, wir haben mittlerweile 2500 plus an Triebwerkselementen hingelegt. Das heißt, wir werden sie schon mal schön verkaufen, alle 200. So. 13.000 Gewinn von Aktien, das ist schon mal sehr gut. Das Saatgut ist leider noch nicht sehr schick, aber das ändert sich vielleicht noch. So, jetzt haben wir auch endlich mal rausgefunden, wie das Ding hier mit der Börse überhaupt funktioniert. Je näher an 100, desto besser, je niedriger, desto besser für uns. Zum Verkaufen natürlich. So. Ja, da brauchen wir jetzt erstmal nicht weiter gucken. Das sieht ganz okay aus. Vor 1 wäre eigentlich noch gut gewesen. Komm. Oh, nein. Mal schnell hier die 94. Irgendwas höheres hier. 97. Terraner Hightech Komponenten. Ja, Standards 200 plus, sagen wir 500. So, machen wir schon Minus, das ist kein Problem. Das sind jetzt die hier die Gebühren dafür, dass wir die Aktien kaufen konnten. Ja, und dann gucken wir einfach mal, ob hier gerade was Schönes ist. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Gibt es etwas, ich habe? Diese Mission sollte simpel werden. Sind Sie daran interessiert? Schütze Sandkraftwerk. Ja, das ist ganz okay. Das machen wir doch gleich mal. Für den Anfang ist das schon mal ganz gut. Und dahin kommen sie schon. Hoffentlich greifen sie jetzt nicht mein Schiff an.
Das wäre sehr blöd. Und sie greifen es nicht an. Sehr schön. So, das sollten wir im Alleingang schaffen, hoffe ich. Und bitte keine Yaki. Yaki, Raijin, Aufklärer. Ich habe es gerade noch gesagt. Irgendwann wollen wir mit dem befreundet sein, damit wir gute Schiffe von dem kriegen. Aber so geht's natürlich nicht. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Natürlich meine ich hier Semi. Ist interessanter. Wenn wir es dafür auch ganz gut hinkriegen. Ja, ein bisschen Risikoreich. Komm, geht nicht mal daran. So. Sehr nice. Sehr nice. Komm. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Als Belohnung erhalten Sie 1000 Credits. Ich glaube, meine Tastatur ist ein bisschen laut. Wie sehr das gefühlt ist. Ich glaube, das war ein Split, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also, wie der sich angehört hat, das ist bestimmt ein Split. Noch ein Schuss. Dann eben so. 8%. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Ich überweise jetzt Ihr Geld. Danke sehr. So, was haben wir hier? Ein Loot. Ferngelenkter Gefechtskopf. Sieht schon mal sehr geil aus. Ferngelenkter Gefechtskopf. Und gleich daneben noch einer. Das ist doch schon mal sehr gut. Frachtraum enthält nun ferngelenkter Gefechtskopf. Was ist hier? Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. Nee. Einer müsste hier noch irgendwo sein. An alle Schiffe. Hier ist das Argonische Oberkommando. Unsere Stationen werden ohne Unterstützung nicht lange durchhalten. Besiegen Sie die angreifenden Terraner in Zentrum der Arbeit. Zentrum der Arbeit, okay. Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. Ja. Frachtraum enthält nun ferngelenkter Gefechtskopf. Da war er, okay. Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. Nee, ist hier nicht. Zentrum der Arbeit. Sollen wir da wirklich mal hin? Es ist ja nicht weit. Osten. Osten ist. Wo ist er? Da hinten. Süd. Aber vorher gucken wir noch mal kurz hier hin. Sieht das gut aus? Die sind da angedockt. Die brauchen nämlich Munition. Ja. Und eigentlich können wir die Harp hier mal als Aufklärungsschiff nehmen. Stimmt, ist da. Kannst du springen? Bitte? Nein. Hast keinen Sprungantrieb? Hattest du keinen? Nein. Verdammt. Du hast aber einen. Dann springst du mal bitte hier rüber. So weit wie möglich. Kommando akzeptiert. Und dann machst du mal meine Aufklärungsflüge hier. Einfach nur, damit wir hier mal ein bisschen aus diesen ganzen Sektoren hier mal rauskommen. Und vielleicht ein paar neue Sachen entdecken. Und auch mal ein neues Spezies. Beziehungsweise eigentlich kennen wir die schon, aber hier Split, Telali, Argon und die Boron und Paraniden kennen wir schon. Die Terraner natürlich und die Kona. Aber es gibt ja noch ein paar mehr. Die Piraten, die Yaki und die Xenon kennen wir auch schon. Die Xenon. Aber wer weiß, was noch alles kommt. So.
von Lyrien. Und von da aus zum Zentrum der Arbeit und einfach mal gucken, was da los ist. Wir machen jetzt nicht ganz viel Krawum Krawall, weil das machen wir die ganze Zeit gerade schon. Das wird auf die Dauer langweilig. Deswegen gucken wir einfach nur. Und da ist ein Tor. Okay. Die kriegen wir auch noch schnell weg. Ja, natürlich. Genau auf der anderen Seite. Aber wir eh schon zerstört. Gut, was ist da drin? Gespenstrakete. Ach, brauchen wir die nicht. Genau, fliegt drüber weg. Drunter durch. Drunter weg, wie auch immer. So, was ist da hinten los? Da fliegt ganz viel Zeug. Und was ist da? Kahuna-Presse, L, Alpha. Ne, die will ich gerade nicht. Kahuna-Presse, L, Alpha. Ja, okay, ist gerade nichts los. Nach Zentrum der Arbeit, nach Norden wollen wir. Da fliegen auch schon ein paar andere hin, wenn die da überhaupt hinfliegen wollen. Was denn da Schönes? Argon, Bas, Terrana, Rapier. Ne, da. Ach, schade. Zu spät für ein Screenshot. Tor, Zentrum der Arbeit. Ah, genau, da wollen wir hin. Was gibt's denn da Schönes? Einmal reinwuschen da. Erreiche System, Zentrum der Arbeit. Ja. Da oben ist was Riesengroßes. Terrana, Tokio. Mal wieder in Tokio. Oha. Okay, also ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, aber nein, das machen wir natürlich nicht da hinten. Dafür brauchen wir erstmal eine Riesenflotte und dafür brauchen wir mehr Geld. Und das dauert noch ein bisschen, bis wir das haben. Erreiche System, Omikron Lyre. Pilot, hier ist das argonische Oberkommando. Wir werden einen Vorstoß wagen nach Asteroidengürtel. Machen Sie endlich! Ja, dann mach doch. Ich sag das die ganze Zeit und ihr macht das nie. Dann habe ich auch keine Lust reinzugehen. So, was hast du? Nein, nicht Handel. Komm, will ich haben. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Ich übertrage jetzt die Daten. Das hier könnte etwas knifflig werden. Sind Sie daran interessiert? Medizinische Ausrüstung. Ich habe eine Idee. Schusswert. Wir gönnen uns jetzt einfach mal was. Und zwar eine Express. So. Ruderoptimierung. So, damit haben wir ihn vollständig aufgerüstet. Jetzt einmal gucken, wie viel wir haben kann. Rakete im Anflug. Oh, ach komm. Aber du hast doch ein... Du hast doch... In der Bucht, ja, hast du, aber da ist nichts drin. Ziel ist nun in Feuerreichweite.
Schlag ruhig ein, interessiert mich wenig. Und der Sabri will auch noch hier was. Ach komm, lass mich doch in Ruhe jetzt. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen... Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So, damit ist er zerstört. Und das hat er sich selbst zu schreiben. So, denn ich will einfach nur gucken, was er hier zu gucken haben kann. 3x25 MJ. Ihr habt hier nur ein MJ. Eins MJ-Schild installiert. Kaufen wir eben drei davon. Und also Tiergeschütze gibt's hier. Tiergeschütz kannst du machen. Gut, sehr schick. Bestimmt zwei, oder? Der Argon Express wurde als zivile Person. Einmal. Phasenreptiergeschütz. Phasenrepetiergeschütz. Repetiergeschütz daneben. Waffen kannst du hinten. Reicht. Einfach nur ein bisschen Verteidigung. So. Dann können wir auch ein paar Leute transportieren. Wie nett. Und dann haben wir mal ein bisschen mehr Frachtraum hier. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, Kommenü. Gibt es Entsichtung? Wir benötigen Folgendes. Das hier könnte etwas knifflig werden. Sind Sie daran interessiert? Müssen wir einen kriegen, oder? 8 Minuten. Puh. 79, bitte 28. 79 bis bitte 28, okay. Haben wir alle verstanden. Kein Sprungantrieb. Aber ganz viel Zeugs hier. Kampfdrohnen. Bringt uns jetzt wenig. Oh, wow. Nein, das geht nicht so. Ja. Den kann man auch wunderbar so lenken. Könnte man das nicht ein bisschen nach vorne tun, wenigstens hier irgendwie? Nee, das geht wohl nicht. Ja, weil so sieht das nicht so schön aus. Na schön. Gucken wir ihn von der Seite an. So, wie eine Merkur, nur mit ein bisschen Personenkabinen, so. Eigentlich auch ein ganz schönes Schiffchen, wenn man die Merkur mag zumindest. Ja, sonst ist das eigentlich fast genau dieselbe. Fliegt ein bisschen schneller, man kann Personen transportieren. Dann könnt die Merkur auch, aber da braucht man, kriegt man das Lebenserhaltungssystem nicht extra sofort dazu, man muss extra holen. So. Tor, Zentrum der Arbeit. Fliegen wir einfach mal hier raus. Hoffen, dass uns keiner erwischt auf der anderen Seite. Und nee. Wo sind wir? Da einmal ganz schnell hinten Raketen akzeptiert. Greift da zwischendurch auch mal kleine Schiffe an. Hoffe ich zumindest. Und dann geht's los. Erreiche System, Zentrum der Arbeit. Natürlich fliegen wir jetzt das Zentrum der Arbeit. Warum fliegen wir jetzt das Zentrum der Arbeit? Das ist.
Ja. Mit dem Express durchs Zentrum der Arbeit. Erreiche System. Omikron Lyre. Natürlich sind die sofort ein paar Feinde. Sowas wird ganz schnell bestraft. Ich habe Raketenabwehr drauf, also feuert mal, wenn ihr wollt. Haben wir keine Lust zu. Gut, sehr schick. So. Tor, Nyanas Unterschlupf. Da wollen wir natürlich hin. Oh Mann, ich könnte hier jetzt gar nicht einschätzen, wo wir hier sind, ey. Was unter uns ist, das ist total bescheuert. Kann die Sicht nicht irgendwie weiter vorsetzen oder so? Hallo, Rakete im Anflug. Dann können wir gleich mal hier. Bam! Genau das. Das machst du auch manuell. Manuell ist eigentlich schon automatisch, bitte. So, dann geht das auch ganz schnell. Energielevel niedrig. Ach komm. Du wirst ihn jetzt nicht verfehlen, oder? Und den auch noch. Perfekt. Sehr schick. Ich wäre schon wieder ein Screenshot wert gewesen. Warum denke ich immer so spät dran? Ach ja. So. Einmal minus. Einmal hier so ein bisschen hin. Aber der Omikron Lyre hatten wir jetzt schon. Finde ich irgendwie als Screenshot. Noch machen wir es später. Wir haben ja noch Zeit, von daher ist das jetzt nicht gerade wichtig. Außerdem wollen wir hier noch was tun. Zum Beispiel Passagiere transportieren. Wenn irgendwer uns lässt. Und dann geht das. Erreiche System. An alle Schiffe. Hier ist das Argonische Oberkommando. Der Krieg hat eine schlechte Wendung genommen. Unsere Verteidigungsanlagen in Omikron Lyre trafen auf starken Widerstand und erlitten Verluste. Helfen Sie ihnen! Wir kommen gerade von Omikron Lyre. Wie zum Teufel soll sich das in 2 Sekunden ändern? Manchmal verstehe ich das nicht. So, was haben wir hier? Raumsprit. Heimwerk. Ihr wollt wahrscheinlich keine Passagiere loswerden. Denke ich mal. Raumspritbrennerei. Beta. Gucken wir einfach mal. Vielleicht doch, vielleicht auch nicht. Und Sie sprechen mit Po, da Sie Po machen wollen, Arbeit? In der Folge beschaffen, nein. Ist mit dem Schiff nicht wirklich machbar. Ist schon, ist nur ein bisschen schwierig, aber egal. Rheinwerk, machen wir es trotzdem nicht. Ach ja. Das haben wir ja schon einmal gemacht und das brauche ich nicht unbedingt nochmal. Nur hin und her fliegen ist auch ein bisschen langweilig. Sie sprechen so, mit dem was habt ihr hier? Wir zeigen Ihnen die Preise und was es kostet. 18 Milliarden. Wo waren die denn? Verdammt, wo waren die 18 Milliarden? Drunter kann ja kaum sein. Hier drunter, glaube ich, müssten die 18 Milliarden sein. So, und wir haben hier noch unser Zentaur. Den wollen wir natürlich weiterschicken. Liege durch, wie wär's damit? Kannst du nicht fliege durch oder sowas? Da kommen Feinde. Sehe ich aus dem Augenwinkel. Hier zur Position. Norden.
das genau anpeilen, könnte er vielleicht durchfliegen. Die werden uns nicht angreifen, glaube ich. Ne, so. Das hat die Höhe. Ne, komm. So. Müsste passen. Versuchen wir es einfach mal. Akzeptiert. Wenn das nicht machen will, dann nicht. Müssen wir es selber tun. Sind das Piraten? Pirat, Basta. Ja, Piraten. Aber die tun einem anscheinend irgendwie nichts. Mach mal ganz nett. Machen nicht alle Piraten. So, wir wollten noch gucken. Nein, nee, die anderen hatten ja so Sektorkarten. So, genau. Ja, also viele Passagiere gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Zu Anfang gab es ja tausende von denen, jetzt irgendwie nicht so viele. Irgendwie blöd. Wenn man dann irgendwie mal einen Personentransporter geholt hat, dann ist keiner. System, grüne Schuppe. So, da hinten ist noch was. Da könnten wir eher was kriegen als hier. Gerätstationen, Beta. Gucken, kommen wir da noch mal genug ran? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, 5 Kilometer noch? Nee, schauen wir nicht. Doch, geht noch. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Wollen Sie von diesem Geschäft profitieren? Schiff zurückholen. Dafür bräuchten wir gute Waffen. Glückspalast, Beta. Die besten Waffen, die nur Schildschaden machen. Sie sprechen mit dem automatisierten Wellenlöcher. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. 6000 Sumpfpflanzen wollen wir haben. Also eigentlich würde ich die Sachen ja gern machen. Das Sie Problem ist mit dem nur, dass wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Wenn das unendlich Zeit hätte, dann würde ich das einfach machen. Aber so ist schlecht. Gewächsstationen. Sie sprechen mit dem Automatisten. Sie wollen Sie von. Also, was waren die? Sonnenblumen. Sie sprechen mit dem. Schön, übertrage jetzt die Daten. Sind Sie daran interessiert? Agon M4. Agon M4. M4. Die Argonbuster war eins der Stopp. Auch eine M4. Argonbuster ist günstiger, yay. Ach, wir haben doch eine Buster. Stimmt, die hatte ich ja gerade hier hingeschickt. Wo ist sie denn? Da unten. Docke. Die ist nicht da. Meine Schuppe sind wir gerade. Andockerlaubnis erteilt. Kommando. Sie sprechen mit dem. Gibt es etwas? Schön, dann übertrage jetzt die Daten. Sind Sie daran interessiert? Jo. Wenn ihr es rechtzeitig schafft, ist gut. Okay, jetzt blöd, wenn es kein M4 ist. Doch, ist ein M4. Okay, mal gucken, ob es das rechtzeitig schafft. Wenn nicht, dann ist auch egal. Hier ist das argonische Oberkommando. Ja, ja. Dies ist die Situation an der Frontlinie. Die Kämpfe halten trotz schwerer Verluste auf beiden Seiten in mehreren Sektoren an. Sehr schade. Pirat, Basta. Pirat, Harrier, Tor, PTNI, Hauptquartier. Hier sind viele Piraten hier unterwegs, die irgendwie nichts machen und nicht zerstört werden. Ganz schön schade. Erreiche System, PTNI Hauptquartier. Stimmt, die Basta ist ja hier. Ja, könnte sie schaffen. NMMC. Sie sprechen mit dem Auto. Nein, keine Sektorkarten.
Ach, Mann, ey, wenn man mal was haben will, dann gibt's das nicht. Ganz schlimm sowas. Die hat einen Tukan, ja. Der Tukan ist ein Pass. Nee. Okay. Ich habe gerade so ein bisschen auf meine Liste geschaut, wo die laut Statistik besten Schiffe draufstehen. Und das ist nicht der, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, der Tukan von den Teladi, sondern ein anderer, dessen Volk wir noch nicht kennen. Jeder weiß natürlich, von wem ich rede, aber die, die X3 nicht kennen, den will ich das natürlich nicht spoilern. Eigentlich habe ich das schon mal gesagt, aber man muss es ja nicht wissen jetzt gerade. Nee, wir waren noch nicht bei dir. Auf jeden Fall müssen wir zu denen, weil die haben wirklich vier sehr gute Schiffe, die mit Abstand besser sind als die anderen in ihrer Reihe. Beziehungsweise ihrer Klasse. Ist ja was komplett anderes, aber gut. Wurde gerade zerstört, okay. Danke für die Warnung, dass ein Schiff zerstört wurde. Ein Pirat, nehme ich mal an. War zumindest unten rechts auf der Karte gerade zu sehen, dass da irgendwas Rotes war. Lass uns doch mal einen Auftrag machen hier. Erreiche System. Profit Center Alpha. So, das heißt schon Profit Center. Energiepulskanone Munitionsfabrik. Okay, ich kann die Teladi nicht so gut nachmachen. Das S kann ich lange aussprechen, aber den Rest kriege ich dann nicht so hin. Eingehende Nachricht. Na. Yep. Nachricht. 900.000. Das ist ordentlich. Erstmal so eine Million. Und eigentlich wollte ich die Baste einfach nur an einer Schiffszeit verkaufen. Sie sprechen mit dem Sie sprechen mit dem Auto gewesen. Teladi hat einen Auftrag für Sie. Benötigen die Teller. Nostropöl. So was haben wir nicht. Erzmine, Beta. Was gibt's denn hinten noch? Ah. Cluster Flakartillerie. Wahrscheinlich eher nichts. Erzmine, Beta. Ach ja. Yeah. Und schon wieder kein Profit, nicht mal im Profitcenter, Alpha. Das gibt's nicht. Mit einer Express kann man irgendwie gar kein Geld verdienen, wenn nichts kommt. Im Prinzip fast überall so, aber naja. Sonst holen wir uns gleich eine Merkur oder ist eine Erzmine. Wie viel hat die gerade? Erzminen werden. Die ist voll. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Dann gucken wir mal, was wir kriegen können. Wir haben 750 Einheiten Platz in etwa. Ja, das sind. Pilot, hier ist das argonische Oberkommando. 90. Wir müssen stationäre Verteidigungsanlagen 90. aufstellen in Omikron Lyre. Sie haben Ihre Befehle. Erledigen Sie es. 90 Erz müssten da sein. Ist jetzt nicht viel, aber. Besser als gar nichts. Und dann verkaufen wir das hier einfach.
Diese Waffenschmiede stellt. Ja, zum Beispiel. Ein Computerwerk stellt sowohl komplette. Nicht. Diese Produktionsanlage. Diese Waffenschmiede. Hier auch was. Wo ist eine Erzmine? Diese Waffenschmiede. Diese Produktions. Diese Waffen. In diesem Produkt. Diese Ver. Diese Ver. Okay, dann. Du hast diese Produktionsanlage. Dann 27 und 26 nehmen wir dich. Könnten wir auch gleich markieren. Energiepulskanonen Munitionsfabrik Alpha. Dann wissen wir gleich, wo sie ist. Steigen wir noch ein bisschen das Ansehen bei den Teladi, auch ganz nützlich. Auch wenn das schon recht hoch ist. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Das ist jetzt peinlich. Das ist jetzt sehr peinlich. Ich habe nicht darauf geachtet, dass der Express nur die L-Klassen befördern kann. Richtig? Ich hoffe jetzt zumindest richtig. Wir gucken jetzt einfach mal. Info. Der Argon Express. Großer Container. Personentransporter für Reisen. Ja. L-Klassen kann er nur haben. Also ein Dix mit Erz oder Silizium, welches dann XL hat. XL. X. Mann, ich verschluck das X irgendwie. XL. So, jetzt. Die XL-Klassen haben kann. Aufnehmen kann. Und ja. Deswegen müssten wir so langsam mal ein wenig weiterkommen hier. Du fliegst nicht weiter. Warum kannst du nicht einfach durchs Tor fliegen? Weißt du was? Doktor einfach an der Schiffserlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Schiff entern. Ja, wenn es dann mal erfolgreich wird, werde ich das mal versuchen. Was schnell gucken. Hä? Und da meine Registerkarten am Handy wurden gesettet. Also, das ist nochmal ein Linie. Ach, na super. Gut, in der Zeit fliegen wir einfach weiter und dann. Kommt das gleich, was ich sagen wollte. Erreiche System, zwei Riesen. So. Jetzt habe ich es gefunden. So, also nochmal zurück zum Entern. Teladi Ausrüstungsdock. Der nette Drive-In hat mir noch ein paar mehr Tipps gegeben, so ganz viele Marineinfanteristen zu verwenden, auf 2 Kilometer Entfernung höchstens zu gehen und möglichst die Hülle runterballern, auch wenn es laut den anderen Tipps von der Egosoft-Webseite nicht so sein sollte eigentlich. Aber ja, also mal gucken, wann ich das nächste Mal zum Trainieren dafür Zeit habe. Dann werde ich das natürlich mal ausprobieren. Nochmal danke an dieser Stelle an DriveIn und schöne Grüße. Hier werden nun die erwünschten Informationen.
Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Endlich mal was zum Transportieren. So, also, vielen Dank an dieser Stelle. Und falls ihr weitere Tipps habt, könnt ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben. So wie Drive-In, Miton und Draconian Dead es schon getan haben. Und noch ein paar andere, die ich mir jetzt nicht alle gemerkt habe, leider. Aber vielen Dank an dieser Stelle für den Klassensupport. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen noch mehr über dieses Spiel zu lernen. Willkommen an Bord. Man lernt hier nie aus. Und es wäre auch blöd, wenn man alles schon weiß. Sie so. Sprechen. So, was willst du noch? Da muss ich kurz mal. Also wie viel Zeit haben wir? Wo sollen sie hin? Nee. Wo sollen die denn ganz hin? Nach Chaos Niederlage. Habe ich halt blitzartig da gelesen. Genau. Schicken wir die erstmal dahin. Und dann. Naja. Ja, wir haben endlich Passagiere hier. Jetzt werden sie von der Sonne natürlich verdeckt. Das ist blöd. So, wir haben hier. Ein paar sehr unaussprechliche Namen. Mulu Di, Noel Seldon. Das geht noch. Leon Yata, Kulo Tu, Kaut Titten. Von den Split. Okay. Chiutcht, wie auch immer man die ausspricht. Von Fifi. Okay, wir haben ein paar lustige Namen dabei. Von den Split und den Boronen. Jetzt kennen wir die auch. Wir kennen jetzt endlich die Boronen. Sehr schön. Wir haben zwar noch keinen Sektor von denen gefunden, aber das kommt vielleicht noch. In der Hoffnung, dass der Centaur irgendwie noch durch dieses Tor durchfliegt. Was wohl heute nicht mehr passieren wird. Und in den nächsten Jahren auch nicht. So, da unten ist ein Dreherschiff. Split Waffenhändler. Waffenhändler. Einfach nur ein Hangar und ein Schiff drumherum. Das ist eigentlich bei allen so. Ups. Natürlich, das hat raus. So, Screenshot speichern weg. Ja. Aber Gott, oh Mann. Es wäre jetzt echt geil, wenn hier gerade mal ein Schiff andocken würde. Oder zumindest in der Nähe sein würde. Bitte einfach mal schnell kurz durchfliegen, reicht schon. Ach komm. Dann eben nicht. Fliegen wir durch und dann fliegen wir aber weiter. So, wir haben noch 21 Minuten Spielzeit. In-game-Time. Wie auch immer. Und ja, hoffentlich schauen wir das noch. Chaos-Niederlage. Ein oder zwei noch. Erreiche System. Heim des Patriarchen. Sagen wir einfach mal, es sind noch zwei. Wahrscheinlich ist es falsch. Split-Handelshafen. Sie sprechen mit dem automatisierten Kopfhörer. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Möchten Sie mit dieser Aufgabe einen guten Profit erwirtschaften? Zwei Riesen, einfach mal zurück. Ja, das ist jetzt blöd, wenn es auf dem Weg wäre jetzt dahin. Schade. Ach, egal. Wir transportieren erstmal unsere 10 Sachen. Updates über neue Entwicklungen in den Konfliktsektoren bereit. Omikron Lyre ist unter unserer Kontrolle. Juhu.
denn ist ja alles gut. So, jetzt ist hier Chaos-Niederlage schon. Okay, doch nur ein Tor. Ja, Karte auswendig lernen ist leider nicht unbedingt. Darf man nicht mehr in der Schule. Hat keiner gehört. Erreiche System, Kurs Niederlage. Split Lieferant. Split Schiffswerft. Andock Erlaubnis erteilt. Autopilot. Autopilot deaktiviert. Andock Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Elefanten haben. Oh, wie nice der einfach aussieht. Einfach schon wie so ein Elefant. So ein bisschen mehr Licht wäre jetzt gut. So ein Godlight. Aber es sieht schon nice aus. Okay. Auch nicht das Beste, aber es ist schon sehr, sehr nice. Ein bisschen kantig, aber na gut. Die Splits sind dann nun mal ebenso. Die achten nicht so auf Schönheit, sondern eher auf Funktionalität, wie es sich eigentlich auch gehört. So, bringen wir die mal schnell weg, gucken, was am Handelshafen alles, am Handelshafen sage ich schon, an der Schiffswerft alles gibt. Und dann habe ich den Satz jetzt wahrscheinlich völlig verschissen, aber egal. Andock-Vorgang erfolgreich. Eingehende Nachricht. So, eingehende Nachricht. Die gucken wir uns sofort an. Okay. Nur mal wieder die Uhr einschalten. So, 134.000. Und wir können hier natürlich noch nichts kaufen. Ja, der ist relativ günstig. Dieser riesige ist dafür nicht ganz so toll. Also ich habe mir jetzt nicht speziell aufgeschrieben, wer jetzt in was das Beste hat, aber naja. So. Ja, wir sind leider schon wieder am Zeitlimit. Oha. Split Lieferant. So, und wir gucken uns nochmal den schönen Elefanten an. Machen natürlich einen Screenshot, wo er gerade hier so schön steht. Das Tor nicht unbedingt. Die Maus, natürlich weg, die Maus hier. Ja, immer ärgerlich, diese Maus, dass sie nicht gleich mit entfernt wird. Na schön, also mit diesem schönen Screenshot beenden wir diese Folge. Ich hasse... Oh, okay, nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So rum ist gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr Wünsche, Anregungen und so weiter, alles was ihr wollt, habt, lasst einen Kommentar da, schreibt so viel ihr wollt. Ja, und wenn ihr keine Folge verpassen wollt und es noch nicht getan habt, setzt ein Abo. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, und ich kann schon mal ankündigen, denn ab Samstag, den, was ist morgen, beziehungsweise heute, der 4.2. mit dieser Folge, wird ein neues Let's Play rauskommen, und zwar Game Dev Tycoon. Alles weitere zu diesem Spiel findet ihr in meinem neuen Video, bei meinem neuen Let's Play zu dem Spiel. Ja, ich hoffe, ihr mögt das auch. Wenn nicht, guckt einfach bei X weiter. Und wenn doch, lasst da auch Likes da, wie gedruckt. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zugucken und sage bis zum nächsten Mal bei X3 Abron Pollute oder auch bald bei Game Dev Tycoon. Wie erwünscht, und dann bis denne.